von CD Automotive. Wir sind heute unterwegs im Mercedes GLE 166er Baureihe. Bedeutet, es ist der noch aktuelle, da jetzt im Ende des Jahres neu erfolgen wird. Wir haben hier bei dem Fahrzeug natürlich unsere Active Sound Unit verbaut in Kombination mit zwei Sounderzeugern, weil das Fahrzeug ist einfach sehr, sehr breit. Das Heck ist riesig, gigantisch und da wird das mit einem Sounderzeuger vielleicht ein bisschen untergehen. Deswegen wurden hier aufgrund von zwei Stück nachgerüstet, die sind quasi außen montiert. Und wir haben jetzt erstmal eine dezente Einstellung hier. Also wir haben hier dezent alltagstauglich eingestellt. Wir fahren hier gerade aktuell im dynamischen Modus, weil wir finden einfach für den Alltag hört sich das spitze an. Das heißt, mit wenig Motorlast ist er eher zurückhaltend. Wenn wir dann natürlich Last auf Motor bringen, dann haut er hinten richtig was raus. Und vor allem mit den zwei Sounderzeugern ist das echt krass geil bassig. Und die Fehlzündung, die sind auch enorm gut hörbar, weil einfach dieses Volumen auch dahinter steckt. Und das Fahrzeug ist halt ein SUV. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Pfeil 8 ausgewählt, weil wir finden, das passt einfach, das hört sich volumig an nach Power, nach Hubraum V8. Und dementsprechend fanden wir das einfach sehr, sehr harmonisch zum Fahrzeug passend. Wir haben jetzt die Bedienung über den Tempomat-Nebel, drücke ich jetzt zweimal den Limiter. Jetzt ist das Soundsystem komplett deaktiviert, das heißt, wir haben jetzt absolut den Serienklang. Ist langweilig in Anführungszeichen, aber wir haben festgestellt, der 350 geht echt enorm gut hier. Also ich vermute mal, dass hier irgendwas gemacht wurde, weil der geht mächtig gut. Also für ein SUV ist, haben wir hier richtig guten Druck drauf. Und ja, drücken wir jetzt nochmal zweimal drauf. Hier haben wir den Bollermann. Echt laut, ey. Also wir haben jetzt hier den A-Modus aktiv, also den Active Sound Mode, ist jetzt eingeschaltet. Wir fahren hier das Pfeil 2, weil das klingt schon echt heftig bollerig nach AMG, tief und grollig. Lautstärke liegt bei 50%, Soundeigenschaft ungefähr bei 20 und allgemeine Drehzahl bei 0. Und das hier ist echt, für den Alltag würden wir das viel zu krass finden, weil der hämmert hier richtig, richtig böse hinten raus. Ich kann mir vorstellen, wenn man hier damit unterwegs ist auf der Landstraße oder so, dass das echt zu laut ist. Also es hört sich schon echt krass gut an. Also ist auch mega laut, aber ist halt nicht jedermanns Sache. Deswegen wechsle ich mal einmal wieder in den dynamischen Modus. Das heißt, wenn ich wenig Last habe, ist angenehm. Und natürlich mit den Fehlzündungen im Hintergrund, die einfach bei einem AMG dazugehören. Und wenn wir halt Last auf den Motor bringen, dann haut er auch richtig was raus. Und weil wir halt der Meinung sind, dass hier die anderen Klänge auch so geil klingen, machen wir einfach jetzt mal auch wieder im dynamischen Modus. Also wir belassen das einfach jetzt bei mit den Einstellungen und machen einfach nochmal einmal kurz Pfeil 2 rein. Und noch mal kurz Pfeil 4, weil sich das einfach so gut anhört. So, das war's auch schon vom Mercedes GLE 166er Baureihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, teilen, liken und Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video.